Das Land Baden-Württemberg hat beschlossen, dass Pendler auf 10 Bahnstrecken im Land für die vielen verspäteten und ausgefallenen Züge entschädigt werden. Unter die ausgewählten Strecken fällt auch die Bahnverbindung Tübingen-Stuttgart. Für den Zeitraum von Juli 2019 bis Januar 2020 können Jahreskarteninhaber digital eine Entschädigung beim Land beantragen. Nach Angaben des Landesverkehrsministeriums sollen die Entschädigungen ab Juni 2020 ausgezahlt werden. Neben dem Verkehrsclub Deutschland begrüßt auch der Tübinger Grüne Landtagsabgeordnete Daniel Leder-Abal die Entscheidung, sieht aber noch einen Verbesserungsbedarf für den Bahnverkehr in Baden-Württemberg.